Burg Hohenzollern, Stammsitz dreier Kaiser, Wahrzeichen, Filmkulisse für amerikanische Thriller. Für Dornröschen, Traumziel japanischer Hochzeitspaare. Denkmal. Aber woher kommen die Hohenzollern? Erstmals erwähnt wird die Familie der Zollern 1061 in einer Chronik der Reichenau. Die Burg als Castro Zoller 1267. Die zweite Burg entstand Mitte des 15. Jahrhunderts, bevor dann Friedrich Wilhelm IV., der Romantiker, auf dem Thron den Auftrag für die dritte Stammburg auf diesem Platz erteilte. Fast auf den Tag genau vor 150 Jahren eingeweiht. Im Stile der Neugotik, dem Zuckerbäckerstil des 19. Jahrhunderts, ähnlich den Schlössern Liechtenstein und Neuschwanstein. Immerhin alle drei deutsche Kaiser nannten Burg Hohenzollern ihre Stammburg. Wilhelm I., Friedrich III. Und Wilhelm II. Welche Rolle spielten die Hohenzollern? Die schwäbischen, fränkischen, brandenburgischen und vor allem preußischen Hohenzollern arbeiteten sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer europäischen Großmacht empor. Es ging bergauf und bergab. Ländereien wurden dazu gewonnen und wieder verloren. Galionsfigur des Erfolgs, Friedrich der Große. Unter ihm rückte Preußen zur fünften Großmacht in Europa auf. Er, der erste Diener des Staates, so bezeichnete er sich selbst, schaffte die Folter ab, war ein Reformer, brachte das Bildungssystem weiter voran. Die Zeugen von Glanz und Gloria sind in Museen der Preußen-Stiftungen zu sehen oder in der Schatzkammer von Hohenzollern. Highlight: die preußische Königskrone. Was wurde aus den Hohenzollern? Mitte des 19. Jahrhunderts zogen sich die Sigmaringer Hohenzollern komplett aus der preußischen Politik zurück. Kümmerten sich um Land- und Forstwirtschaft und Industrie. Heute zusätzlich um den Fremdenverkehr. Nach Preußens Untergang war Tübingen bis zur Gründung Baden-Württembergs 5 Jahre lang noch Hauptstadt des Landes Württemberg-Hohenzollern. Hier der Landtag im Kloster Bebenhausen. Was Kriege und Waffen nicht gelang, Hohenzollern auszulöschen, Innenminister Walter Krause schaffte es mit einem Strich in den 70ern. Aus für die hohenzollerischen Lande, mitten im Herzen Baden-Württembergs. Doch die Burg Hohenzollern existiert weiter. Der Chef der preußischen Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, kümmert sich mit großem Engagement um den Erhalt der Burg. Die nächsten 10 Jahre wird sie grundsaniert, damit Liebhaber und Freunde der Burg und Touristen aus aller Herren Länder weiter ihre Freude daran haben.